Und Sam, wo bleibt er eigentlich? Ja, es ist schon fast spät. Sam. Der ist doch bestimmt wieder am Zocken. Geht gleich los. Was ist? Wo bleibst du, Sam? Das Casting geht gleich los. Ja, das weiß ich. Ich habe auch meine Fragen schon vorbereitet. Habt ihr etwa eure Fragen nicht vorbereitet? Was sind für Fragen? Zum Beispiel, welches Shampoo die Person benutzt oder welches Auto sie fährt. Ist das dein Ernst? Oder ganz wichtig, ob sie auf der Pizza Ananas hat oder nicht. Ach komm, Sam, du machst nicht wirklich einen Fragebogen. Natürlich mache ich einen Fragebogen. Los, wir gehen jetzt rüber. Komm, los. Ist okay, wir gehen jetzt rüber. Los, 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 los. So, wir sollten alle ein bisschen weniger essen. Kann das sein? Sam, ganz im Ernst, warum hast du so komische Fragen vorbereitet? Wir wollen die Leute doch nicht abschrecken. Komische Fragen, Vivi? Ist das dein Ernst? Das sind super Fragen. Ist das denn egal, welches Auto derjenige fährt? Liz? Ja, also die Fragen sind zwar merkwürdig, aber er hat schon recht, ne? Ja, also immerhin müssen wir kennen die Leute ja nicht. Ja. Wir kannten uns ja. Aber gut, aber dann fragt man, was sind deine Hobbys? Gehst du gerne aus? Feierst du gerne Partys? Ja, das können wir. Weißt du was? Die Fragen könnt ihr ja stellen. Ich habe meine Fragen und die stelle ich alleine. Ist das klar? Ja, ich will auch deine Fragen gar nicht stellen. Stell die doch alleine. Ja, aber nicht, dass du alle verkraust damit. Ja, ne? Nein, mach ich schon nicht. Mach ich schon nicht. Es hat geklopft. Ja. Seid nicht so nervös! Seid nicht so nervös! Du bist nervös. Du bist nervös, genau. Ja, tut mir leid, es geht um einen weiteren Freunde-WG-Mitbewohner oder Mitbewohnerin. Ja, aber trotzdem, wir wollen einen guten Eindruck machen. Okay, seid ruhig! Seid ruhig. Herein! Ja, hallo. Hi. Hallo. Okay, kannst dich hier hinsetzen. Bitte sehr. Hallo. Platz. Dankeschön. Wie geht's dir? Ja, gut, danke. Und ja, hallo, hier reden wir. Das ist unsere WG, das ist unser WG-Casting. Du hörst bitte uns zu, okay? Also. Selbst gesagt. Ja, gut, okay, stell dich vor, bitte. Wie heißt wir du hören. Denn? Ja. Mein Name ist Jennifer, ihr könnt mich auch gerne Jenny nennen. Wie alt bist du? Ich bin 22. Oh, 22? Oh. Das ist ein bisschen alt, ne? Ach, Quatsch. Ich hätte eine wichtige Frage, sogenannte Jenny. Welches Auto fährst du denn? Das ist uns besonders wichtig. Auto? Eigentlich fahre ich gar kein Auto. Ich bin eher mit dem Fahrrad unterwegs. Du hast kein Auto? Ah, du bist sportlich. Ja. Minuspunkt. Ist doch gut. Das ist... ich hätte da eine ganz wichtige Frage auch noch. Besitzt du Gutscheine, die wir eventuell besitzen, also die wir benutzen könnten? Wie sieht das eigentlich aus, hä? Die ihr benutzen dürft? Ja. Ich meine, vielleicht kannst du dir ja so einen Platz hier in dieser WG verschaffen. Für einen Supermarkt, wo man zwei Sachen zum Preis von einem bekommt. Genau, wir zum sammeln Beispiel. Gerne Coupons. Ja. Ich habe bestimmt noch irgendwo welche. Würdest du die uns zur Verfügung stellen? Ich meine, wir können mal gucken. Vielleicht lässt sich da was vereinbaren. Ein Plus. Habt ihr noch Fragen? Was hast du denn für Hobbys? Ganz ehrlich, Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Jenny, da ist die Tür. Ja, Also. Sam! Jenny, sorry. Also, das geht doch schon super los. Du kannst doch nicht die Leute so verkaufen. Also tut mir leid, bei den Gutscheinen hat sie mir nicht klar genug geantwortet. Und dass sie kein Auto fährt, also bitte. Ja, Sam, nicht jeder hat ein Auto in unserem Alter. Ja, deswegen sollte die neue Person ein Auto haben. Ja, aber du vergraust doch alle. Ich vergraule niemanden. Jetzt bitte, Sam, reiß dich zusammen. Okay, bei der nächsten Person reiß ich mich zusammen. Ist das in Ordnung für euch? Ja, gut. Hoffentlich. Jetzt reiß dich zusammen, Sam. Ja, ist ja gut. Herein! Ja, bitte. Ja, ist ja gut, Mensch. Hey, hallo. Du kannst dich hier hinsetzen. Oui, hallo. Bonjour. Oui. Oh. Bonjour. Ich spreche kein Spanisch. Hallo, hola, das ist kein Spanisch. Ah. Hallo? Ja, hallo. Bonjour. Was ist das denn? Salut. Was ist das denn? Ja, Französisch. Ach so, okay. Zinedine Zidane? Was? Thierry Henry? Das sind Fußballspieler, die musst du erkennen. Kennst du die? Wie heißt du? Kylian Mbappé? Mbappé? Jean-Luc. Edouard? Wie ist dein Name? Jean-Luc. Hat er doch gerade gesagt, Liz. Kannst du überhaupt kein Französisch? Nein. Der heißt Jean-Luc, das verstehe ich sogar. Ja, aber das ist doch oui, du. Oui. Gehst du hier zur Schule oder zur Universität? L'Université, oui. Du sprichst Shampoo. Deutsch? Shampoo! Un peu Deutsch. Shampoo! 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 Shampoo. Ja. Aloe Vera! Pfefferminz? Oui, oui. Oh, Sam, du machst ihn total nervös. Ja, ist ja gut. Dann fragt ihn was. Ja, aber ich glaube, das ist echt... Important, very important. I know, not French, but English. Pineapple with pizza? Ananas auf Pizza? Ja oder nein? Wow. Ja, sehr gut. Oh, das ist, ja, das ist schon mal ein Plus. Das ist ein Plus. Das ist sehr gut. Baguette de fromage? Nein. Omelette de fromage? No. No English? No. Ich glaube, das wird schwierig. Jean-Luc. Nix gut. Ich bin Jean-Luc nett, aber naja. Aber wir verstehen ihn kaum. Also wir müssen Französisch lernen, aber ich kann das nicht.
Nix gut. Okay? Nix, now. Nix da, du hast es gehört, es tut uns leid. Vielleicht beim nächsten Mal. Ciao, Jean-Luc. Ciao. Ja, auf deinen schönen Tag. Ja, oh, danke. Danke. Also ich muss schon sagen, er wäre wirklich ein perfekter Kandidat gewesen, weil er Ananas auf der Pizza nicht mag. Und weil er Aloe Vera Shampoo benutzt, oder ja, was? Ja, ich meine, das ist... Ja, aber Sam, also er hat gar nicht Deutsch gesprochen. Ja gut, aber er kann das ja noch lernen, der ist doch jetzt erstmal seit... Aber er spricht doch kein Englisch, wie sollen wir uns mit ihm verständigen? Ich meine, du kannst vielleicht Französisch, aber du bist bald weg und wir können kein Französisch. Ja, ihr habt ja recht. Genau, ihr müsst euch ja wenigstens verständigen können über die wichtigen Sachen zum Haus. Aber vielleicht, er ist noch in der engeren Auswahl. Ja, aber wir haben ja noch ein paar Kandidaten, oder? Ja, wir haben noch welche. Okay. Herein! Kommt wieder jemand. Stellt mich so komische Fragen. Ja, ist ja gut. Du kannst dich gerne hier vorne hinsetzen. Ja, herzlich willkommen bei unserem WG-Casting. Hallo, wie heißt du? Ich bin Kim, hi. Hi. Ich bin ein bisschen nervös. Alles gut, du musst gar nicht nervös sein. Kim, direkt eine wichtige Frage an dich. Okay. Ich sehe, du hast sehr viele Haare. Wie viele Haare verlierst du denn so im Durchschnitt am Tag? Kannst du vielleicht eine genaue Zahl mal nennen? Vielleicht so... 5 am Tag. 5 am Tag. Ob ich dir das glaube, weiß ich nicht. Wir haben schon eine Lügnerin, wisst ihr das? Nun gut, dann stellt eure Fragen. Ich bin total nervös, jetzt lass Kim, doch mal. Was sind denn so deine Hobbys? Was machst du so in deiner Freizeit? Also ich bin gern in meinem Zimmer alleine und ohne Freunde. Oh, aber du möchtest schon in die Freunde-WG ziehen. Ja, ich glaube, ja. Okay. Meine Eltern sagen, ich soll mal unter Freunden gehen. Also du magst Gesellschaft. Ja. Wir müssen immer wichtige Fragen stellen. Zum Beispiel, Kim, von einer Skala von 1 bis 10, wie neugierig bist du? 1 gar nicht oder 10 super neugierig? Zum Beispiel, wenn irgendwo ein Tagebuch liegen würde. Oh, ja. Also da würde ich mir ein Blatt 1 geben. Also, das ist gut. Also Sachen anpassen, mach ich dann. Wichtigste Frage noch, wie sieht es mit Ananas aus auf der Pizza? Ja oder nein? Ist doch super lecker, oder? Also, oh mein Gott. Ja, okay, gut, dann bin ich dann. Keine weiteren Fragen. Nicht? Keine weiteren Fragen. Okay. Wie sieht's mit euch aus? Ja, wir melden uns. Wir melden uns bei dir. Okay. Ja, ja. Alles klar. Mhm. Okay. Danke aber für deine Leid, Kim. Wir melden uns wahrscheinlich nicht bei dir. Tschüss. 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 Warum stellst du so eine blöde Frage, ob sie neugierig ist? Ja, hallo? Wer hat letztens mein Tagebuch gelesen? Ja, ich hab dir doch gesagt, dass das nicht... Ja, aber ich brauche keine zweite Person davon. Ich glaube, wir haben noch eine. Einer steht noch auf der Liste. Ja, einer steht noch, oder eine in diesem Fall. Okay. Ja, ich bin gespannt, also... Puh. Also ich würde auf jeden Fall für Jean-Luc stimmen. Ja, Jean-Luc liegt tatsächlich momentan vorne. Ja, ich fand Jenny ganz gut. Warten wir mal. Herein! Mal gespannt. Ja. Hallo. Hallo. Hey, du kannst dich gerne hier hinsetzen. Herzlich willkommen zu unserem WG-Casting. Hi, bin ich da richtig bei euch? Sehr schön. Ja. Wie heißt denn du? Ich bin die Merle. Hi, Merle. Merle. Hi. Okay. Wie alt bist du, Merle? Ich bin 21. Ah, 21. Aha, okay. Merle, eine wichtige Frage mal an dich. Ja. Wenn du jetzt Gutscheine besitzen würdest, ich sag mal zum Beispiel einen Amazon-Gutschein für 50 Euro, würdest du den mit uns teilen? Alles für die Gruppe, ja klar. Also ich habe, glaube ich, zu Hause sogar noch 1-2 Gutscheine. Ich glaube, Amazon, Spotify ist noch dabei. Cool. Großes Plus, großes Plus. Habt ihr sehr vielleicht cool noch Fragen? Also ich finde das gut. Ja, was hast du denn für Hobbys? Ich gehe gerne laufen, ich lese gerne, ich gehe gerne in den Trampolinpark. Oh, ja, cool. Habt ihr das gehört? Okay, das kommt direkt hier. Können wir direkt noch alle zu viert machen. Ja. Ich hätte da auch noch mal eine Frage. Hast du vielleicht vor, in nächster Zeit ein Praktikum im Ausland zu machen? Nicht jeder macht ein Praktikum im Ausland. Ich frage aber! Ich habe schon eins gemacht, deshalb kommt es eigentlich nicht mehr in Frage. Demnächst. Pluspunkt! Ja, cool, ich auch. Das passt ja super. So, und meine letzte Frage. Wie lange brauchst du so im Badezimmer? So viel Zeit verbringe ich da nicht. Also nicht mehr als nötig. Ja, cool. Ja. Also, schön. Merle, ich glaube, kannst du kurz vor die Tür gehen? Wir kümmern uns drum. Ja. Also wir melden uns bei dir, okay? Ja, gerne. Ja. Okay, bis dann. Also, voll cool, oder? Leute, ganz klar. Merle wird so gut in die WG reinpassen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde schon fast sagen, besser als ihr beiden. Ne? Also, Sam. Das war ein Spaß. Hallo, das war ein Spaß. Ich wollte die Stimmung nur aber ein bisschen auflockern. Aber ich würde mein Zimmer auf jeden Fall ersetzen. Wir ersetzen sie ja auch nicht. Ich wollte gerade sagen, Vivi wird ja nicht ersetzt. Ja, eben. Das ist ja... Also, dann ist ja mein Praktikum im Ausland auch wieder zu Ende. Richtig, aber ich denke, es ist ja wichtig, dass wir alle drei dann auch gut mit ihr klarkommen. Also momentan sind wir zwischen Merle und Jean-Luc. Merle. Ja, ich bin auch voll für Merle. Ja, ich bin glaube ich auch für Merle. Jean-Luc war ganz nett, aber ich glaube, das kann problematisch werden irgendwann. Ja. Okay, dann haben wir uns für Merle entschieden. Super.
Okay, dann sagen wir am besten allen Bescheid, ja, oder? Ja, hoffentlich wollen die auch noch in die WG nach deinem komischen Fragen. Stimmt, hallo? Ja, schön, dass ihr alle nochmal wiedergekommen seid. Wir haben uns jetzt entschieden, diejenigen, die wir jetzt nicht nehmen, hoffentlich finden die noch ein anderes WG-Zimmer. Ja. Also tut uns leid, wir können halt nicht alle hier auf einer Freunde-WG aufnehmen. Ja, ihr wart alle wirklich toll, ihr wart alle super, aber eine Person war wirklich... Ich glaube, dass diese, oder wir glauben, dass diese Person wirklich am besten hier in diese WG passt. Ja. Und es ist... Merle! Ah, Merle! Herzlichen Glückwunsch! Tut mir leid. Da ist die Tür. Tschüss. Tut mir leid. Trotzdem Merle! Hi! Viel Glück euch noch. Darf ich euch einladen? Ja, genau. Ja. Ja. Ich freue mich so. Ja, wir freuen uns auch. Dankeschön. Also, bald hier in der Freunde-WG geht's für dich los. Ne? Und da erwarten dich echt coole Zeiten. Da kannst du dich echt freuen, sage ich dir. Ja, das tue ich auch. Ich freue mich schon so auf die Zeit in der Freunde-WG. Das wird eine richtig coole Zeit. Wo bleibt denn Merle? Ich glaube, ich rufe sie mal an. Ja, Merle? Sam hier. Aus der Freunde-WG. Wer sonst? Ja, guter Witz. Also ich hätte da was. Wo bleibst du denn? Ja, Pünktlichkeit, ne, ist bei uns ganz schön wichtig. Du bist schon auf dem Weg? 5 Minuten noch? Okay. Ja, deine Möbel sind schon da. Mach dir keine Sorgen. Sam hat sich um alles gekümmert. Ja, bis gleich. Gut. Super. Okay, dann wollen wir meine Checkliste hier abhaken. Also Anruf ist gemacht. Möbel sind da. Einrichten heißt es gleich. Und dann muss Vivian nur noch ausziehen. Aber das kriegen wir heute wahrscheinlich noch nicht hin. Nun gut, wo bleibt sie denn? Der Einzug in die Freunde-WG. Oh, ist das erste Mal, dass ich in eine WG ziehe. Das wird bestimmt total spannend. Einerseits freue ich mich, aber andererseits ist dieser Sam schon ein bisschen anstrengend. Okay, jetzt wird's ernst. Sam? Sam, bist du da? Oh, endlich, es wird aber auch mal Zeit. Ich meine, sie hat 5 Minuten gesagt und jetzt sind schon 7 Minuten. Merle, endlich! Hi. Hallo, herzlich willkommen! Dankeschön. Gib mir deine Tasche. Vorsicht, die ist ein bisschen... Wir haben aber ein kleines Problem, ne? Du hast gesagt 5 Minuten, jetzt sind schon 7 Minuten vergangen. Das muss natürlich von deiner Einzugszeit jetzt abgezogen werden, weißt du, ne? Ja, Entschuldigung, ich bin jetzt aber da. Ja, okay. Ja, wo sind denn die anderen eigentlich? Die kommen später, wir gehen jetzt erstmal in dein Zimmer. Let's go! Ja, Merle, dann komm mal rein. Und? Oh, ist es so wie in deiner Erinnerung? Ja, ziemlich genau so. Cool, ja. Hier kann ich bleiben. Ja, hier wirst du bleiben, aber nicht ganz genau, denn ich habe was richtig Tolles für dich organisiert. Was richtig Gutes, sage ich dir. Was denn? Warte, ich pack das erstmal hier hin. Oh, sind das die Möbel, die ich bestellt hatte? Ja, es sind. Ich guck mal gerade. Ja, da fehlt aber noch einiges, glaube ich. Ja, beruhig dich, Merle. Drüben haben wir noch ein paar Sachen für dich. In deinem speziellen Zimmer. Möchtest du das sehen? Was für ein spezielles Zimmer? Eine gute Überraschung für dich. Das hat hier noch keiner bekommen, okay? Auf Liz ist auch keine weitere Person eingezogen, aber wollen wir mal rüber? Ja, klar. Ja, rein mit dir. Okay. Okay, was ist das hier für ein Zimmer? Das ist dein Gaming-Zimmer, Merle. Deins, ja. Aber ich zock gar nicht so viel. Wieso denn nicht? Also, tut mir leid, ich versuche gerade Liz auch das Zocken beizubringen. Ja. Ich meine, dann könnten wir ein eigenes E-Sports-Team gründen. Und dann ist das auf einmal hier die E-Sports-WG oder irgendwie sowas. Meinst du nicht? Mal sehen, also wir können es mal versuchen. Aber an dich hast du das schon schön eingerichtet. Bleib ich jetzt aber hier in dem Zimmer? Du scheinst ja nicht so begeistert zu sein von diesem Zimmer. Vielleicht mit ein paar mehr Möbeln. Ah, okay, also du musst jetzt nicht den ganzen Tag hier drinnen bleiben. Wir können das aber gerne hier so einrichten, wie du möchtest. Ne, vielleicht wird das dann dein eigenes Zimmer mit dem Zimmer da drüben, weil ich möchte natürlich nicht, dass du mit Liz die ganze Zeit in einem Zimmer verbringst. Ne? Und da werden wir mal schauen. Wir können das einrichten, wie du möchtest. Es muss kein Gaming-Zimmer bleiben, aber es könnte auch was anderes werden. Also ich würde erstmal lieber in das Zimmer drüben einziehen. Das gefällt mir noch ein bisschen besser. Okay, vielleicht war das ja zu Anfang ein bisschen zu viel. Wir werden das Zimmer jetzt ein bisschen umräumen für dich, okay? Das wird dein neues Zimmer, mit Liz natürlich. Oh, das war ein richtig schöner Spaziergang bei dem guten Wetter. Ich will gar nicht drüber nachdenken, dass es jetzt dein letzter Tag eigentlich fast ist. Ich kann es auch manchmal noch gar nicht glauben, aber ich habe schon gelesen, also in Madrid ist noch viel besseres Wetter als hier.
Und vielleicht sollte ich langsam auch anfangen zu packen. Nein, du packst noch nicht. Ich kann das noch nicht ertragen. Du bist noch einen Tag da. Wir schieben das bis auf die letzte Stunde. Na gut, dann machen wir es morgen. Ja. Sam hasst Veränderungen. Ich glaube, der möchte auch nicht, dass wir heute schon damit anfangen. Das machen wir morgen. Ja, denke ich auch. Okay, hier müssen wir einiges verändern jetzt, ne? Damit das klar ist, Merle. Ich würde sagen, die Sitzkissen, brauchen wir die? Willst du die haben? Also, wir können die erstmal rausstellen und schauen, wie es dann ja, aussieht. Ja, genau. Raus damit. Komm, raus damit. Ich So. All die alten Sachen musst du raus. Einfach rausschmeißen. So. Ich glaube auch ein Tisch reicht hier, oder? Meinst du? Na, erstmal, oder? Schauen wir sonst nochmal später. Wir können erstmal alles rausstellen und dann schauen wir nochmal, was rein. Genau. Du kannst das ja so hier einrichten mit Liz, wie du das möchtest. Ich meine, Vivian zieht ja aus, ne? Also sie hat ja nicht mehr hier was zu sagen. So, ich gehe erstmal noch schnell auf die Toilette, ja? Ja, bis gleich. Bis gleich. Was ist denn hier los? Oh, hey Vivian, alles klar? Wir räumen hier schon ein bisschen um. Ja, das sehe ich wohl, aber das war nicht so abgesprochen. Wo ist eigentlich Sam? Sam? Ja, ja. Ach, hey Vivi, ja, also mit Merle. Merle ist ja jetzt schon da und wir räumen hier jetzt schon ein bisschen um. Ich weiß auch gar nicht, ziehst du morgen aus oder übermorgen? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall räumen wir das hier schon ein bisschen aus. Ne, ich meine, Merle soll sich ja wohlfühlen, ne? Und deine Sachen, die packen wir jetzt erstmal vor die Tür, okay? Ach so, ja. Einfach meine Sachen rausräumen. Super, braucht ihr vielleicht Hilfe? Nein, ich glaube nicht. Merle, komm mal rein. Wir kriegen das schon alleine hin, Vivian, ne? Sam scheint sogar irgendwie richtig glücklich zu sein, dass ich ausziehe. Ich werde hier nicht mehr gebraucht. Was ist hier denn los? Vivi? Hey, was ist denn los? Gesehen, die packen schon meine ganzen Sachen raus. Also Sam hat wohl doch keine Probleme mit Veränderung. Das ist nicht sein Ernst. Die räumen nicht das Zimmer aus, oder? Doch, natürlich. Wir räumen schon einfach alles um. Aber was fällt Ihnen denn ein? Ganz ehrlich, das kläre ich. Das kann nicht sein. Klär das jetzt mit Sam. Definitiv. Liz, lass es doch. Nein, Hat doch alles keinen Sinn. Hat doch alles keinen Zweck. Ist halt jetzt so. Ich ziehe hier nun mal aus. Boah, ist das dein Ernst? So. Hey Liz, grüß dich. Sam! Kannst einmal Platz machen. Wir müssen in mein Zimmer, ne? Was ist denn mit dir? Das geht's noch? Ah ja, Liz. Merle, komm. Hey Mann, was ist denn mit Vivi los? Oh, Sam, hast du wieder super hingekriegt. So sollte das nicht laufen. Die ist echt traurig. Hey, was meinst du, können wir vielleicht in das Zimmer ein anderes Bett reinstellen? Ja, das kriegen wir hin, Merle, aber es tut mir leid. Also ich weiß, es geht heute um deinen Einzug und so. Aber ich habe natürlich voll vergessen, dass Vivi auszieht. Und ich meine, das ist auch was Besonderes für sie. Und ich wäre dafür, dass wir jetzt mal klären, was für eine Abschiedsparty wir für sie machen. Weil das hat sie verdient. Sie ist meine beste Freundin schließlich. Ja klar, dann machen wir das. Also können wir deinen Einzug in Anführungszeichen um einen Tag verschieben und dann morgen deine Möbel aufbauen. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um die ganzen, um die Abschiedsparty-Sachen. Natürlich, das machen wir. Boah, das ist nicht sein Ernst. Sam! Sam, das ist nicht dein Ernst, was du hier für eine Show abziehst, oder? Sam. Ich weiß es nicht. Oh, ja. Das geht gar nicht, was du hier machst. Ganz ehrlich. Was denn? Ja, du räumst den ganzen Raum drüben aus. Vivi ist noch da. Was soll das? Liz, wir planen gerade eine Abschiedsparty für Vivi. Eine Abschiedsparty? Ja, natürlich. Ich weiß, das war gerade nicht so gut, dass ich schon angefangen habe, das alles umzuräumen. Aber ich bin Sam. Ich mache halt manchmal Fehler. Ja. Und wir überlegen uns gerade ein Thema für eine Abschiedsparty. Hast du da eine gute Idee? Vielleicht hast du ja eine gute Idee. Ja, okay, du hast dich gerade noch so gerettet. Ich hatte eh vor, eine Abschiedsparty für Vivi zu machen. Keine Sorge, das kriegen wir auch zu dritt hin. Vivi fand Einhörner immer ganz cool. Dein Ernst, Liz? Nee, der Trend ist vorbei, oder? Ja, aber Vivi fand's halt cool. Ja, vor ein paar Jahren. Weißt du, dass Vivi jetzt auch ein bisschen älter geworden ist? Ja, Einhörner, älter als du wahrscheinlich. Nein, danke. Einhörner machen wir auf gar keinen Fall. Also ich habe mal gerade bei Amazon geguckt und da gibt es so richtig coole Fortnite-Party-Sets. Oh nein. Ist das dein Ernst? Was denn? Eine Fortnite-Party? Ja, da gibt's so Lama und so. Was wollt ihr denn von mir? Also das weiß sogar ich, dass wir mit Fortnite nichts anfangen. Ja gut, Merle, was hast du für einen Vorschlag? Wir machen einfach eine ganz klassische Party. Also wir holen ein paar Freunde von Vivi dazu, besorgen Ballons, kümmern uns um ein paar Snacks. Ich glaube, das würde Vivi gefallen, oder? Ja, denke ich auch, denke ich auch. Sollen wir uns dann an die Organisation mal setzen? Das wird ein bisschen länger dauern, ne? Ja. Wir müssen auch ein bisschen rumtelefonieren. Und es ist ja schon übermorgen. Ja. Oh, wie es hier aussieht. Naja, ist ja mein letzter Abend hier. Und ich werde einfach direkt schlafen gehen. Ich hatte echt gedacht, dass Sam vielleicht eine Party für mich organisiert. Aber dann wohl nicht. Dann gucke ich noch ein paar Videos
und dann schlafe ich gleich. Schlafen. Wir haben aber einiges organisieren können. Jetzt weiß aber Vivi nicht Bescheid. Ich glaube, ich gehe noch zu ihr rüber. Schlaft ruhig. Hey, Vivi. Schlafmütze. Oh, Sam, was sitzt du denn hier? Vivi, ich wollte mich nur entschuldigen und nimm dir morgen Abend nichts vor, okay? Weil wir haben eine Abschiedsparty für dich geplant, okay? Eine Abschiedsparty? Okay, ich nehme mir morgen nichts vor. Mein letzter Tag in der Freunde-WG. Puh, das kann ja was werden. Ja, guten Morgen! Endlich bist du mal wach, Vivian! Also, heute steht ein großer Tag an, dein letzter Tag hier in der Freunde-WG. Folgende Frage für deine Abschiedsparty. DJ oder Band? DJ vielleicht? Also, Sam, übertreibst du nicht wieder ein bisschen? DJ also. Diesmal werde ich mal David Guetta anfragen. Ich glaube, diesmal hat er Zeit. Der schuldet mir noch was. Okay, möchtest du eine Motto-Party, irgendwas Besonderes oder kann jeder kommen, wie er will? Gibt es einen Dresscode? Dresscode? Was weiß ich? Also, jeder soll sich so anziehen, wie er will. Keine Ahnung. Sam, übertreib nicht. Also keinen Dresscode. Schreibe ich mir gerade auf. Wie sieht es mit dem Essen aus? Sollen wir Catering bestellen oder reicht auch das hier vom Imbiss? Weder noch, Sam. Übertreib doch nicht immer so. Chips reichen. Was? Chips? Nein, nein. Ich besorge ein Catering. Ich frage mal bei meinem Vater. Wird uns höchstens 2.000, 3.000 Euro kosten. Ich kümmere mich drum. Bis später. Jetzt ist er echt völlig verrückt geworden. Sollte ich ihm sagen, dass ich eigentlich gar nicht so viel Lust auf eine Abschiedsparty habe? Aber er gibt sich so viel Mühe. Keine Ahnung. 250? Nein, ich habe 500 Ballons bestellt. Die müssen aber pünktlich da sein. Ja, ich würde die in einer Stunde ungefähr abholen. Danke. 250 Luftballons reichen nie im Leben. Chris, da bist du ja. Hey. Wollen wir direkt zusammen frühstücken? Ich habe keine Zeit, Vivi. Ich muss doch deine Luftballons abholen. Meine Luftballons? Ja. Muss das sein? Ja, natürlich muss das sein. Das ist dein letzter Tag. Wir feiern heute. Ich bin aber dann für dich da, ja? Ich muss jetzt wirklich erstmal los. Also, ehrlich gesagt, wenn es nach mir geht... Bis dann! Liz! Luftballons? Ist das nicht total übertrieben? Ich habe mich gestern echt über die Abschiedsparty gefreut, aber ich dachte, das wäre so ein Ding zwischen uns Vieren, also eine WG-Party. Nur mit den Freunden, aber das sieht gar nicht so aus. Sam? Bist du da? Sam? Ja, komm rein, Vivi. Nein, ich rede gerade nicht mit Ihnen. Ja, ich rufe an wegen des Caterings für heute Abend. Ja, im Namen von Sam. Ja, das müsste heute Abend aber schon wirklich da sein. Schafft ihr das? Ja, super, dass das heute alles klappt. Freut mich. Okay, dann bis heute Abend. Tschüss. Merle, habt ihr jetzt echt ein Catering organisiert? Das ist doch total teuer und eigentlich, ganz ehrlich, ich würde gerne eine Party nur mit uns Vieren machen, also nur mit der Freunde-WG. Ui, ich glaube, das wissen die anderen wirklich gar nicht. Die haben schon so viel organisiert. Haben wir etwa alle meine Freunde eingeladen? Es kommen ganz schön viele Leute tatsächlich. Deshalb habe ich auch einen Caterer bestellt. Oh Mann, jetzt kriege ich echt ein schlechtes Gewissen. Also, ich hatte eigentlich bei Abschiedsparty daran gedacht, dass wir vier zusammen ein paar Chips essen, ein bisschen zusammen Fernsehen, vielleicht was Leckeres trinken oder so. Ja, eigentlich ist das auch viel besser. Ich habe jetzt auch nicht direkt Lust, am dritten Tag hier schon so eine riesen Fete zu schmeißen. Meinst du, wir können das Sam und Liz irgendwie noch überreden? Puh, also Liz kann ich vielleicht noch davon überzeugen, obwohl die holt gerade schon Luftballons ab. Naja, aber Sam, das wird echt schwierig. Der ist so überzeugt davon, der halt einen DJ organisiert, der ist ständig nur am Rumtelefonieren. Aber Merle, was sollen wir denn jetzt machen? Oh, da kommt er. Hey. Vivian, da bist du ja. Ich habe tolle Neuigkeiten für euch, tolle Neuigkeiten. Die muss ich euch erzählen. Darf ich in die Mitte? Darf ich bestimmt. Also, ich habe eben mit David Guetta telefoniert. Er kommt! Also ich meine, es war wirklich schwierig, ich musste ein paar Kontakte spielen lassen, aber er kommt zur Abschiedsparty, das wird die beste Abschiedsparty jemals, sage ich euch. Oh, Sam, wenn David Guetta sogar kommt, also ich hatte da eigentlich ein bisschen was anderes gedacht. Ich kann nicht Shakira und Jennifer Lopez holen, die waren erst beim Super Bowl, das wird ziemlich teuer, du weißt, also so viel Geld hat mein Vater dann nicht.
Ja? Also. Sam, ich sag's ihm jetzt einfach. Was? Vivi wollte nur so eine kleine Abschiedsparty zwischen uns Vieren. Was gemütlich ist. Nur mit der Freunde-WG. Aber wir sind doch am Organisieren. Ich meine, Liz holt gerade 500 Ballons. Ich meine. Das ist ja das Problem. Also, du willst keine große Abschiedsparty. Sondern du willst was Kleines. Tut mir leid. Und das, was ich organisiere, ist alles wieder umsonst. Ja, vielen Dank. Das hättest du mir auch vorher sagen können. Ja, nee, komm, ist okay. Ich gehe jetzt. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist ja immer so eine Drama-Queen. Egal. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich drum. Danke, Merle. Ich weiß nicht, ist das jetzt blöd von mir, aber ich würde einfach gerne mit meinen engsten und besten Freunden zusammen sein. Dann sind da irgendwie Leute auf der Party, alle nur, weil sie David Guetta sehen wollen und die kenne ich vielleicht alle gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich den ganzen Leuten absagen. David Guetta auch, der kommt doch niemals wieder. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sam? Ja. Ach, Merle, hi. Ja. Hi. Kannst du mir mal bitte erklären, was das jetzt gerade sollte bei Vivi? Sie möchte einfach nur was Gemütliches. So unter uns. Ja, du hast wahrscheinlich mal wieder recht. Ich war einfach. Es war einfach zu viel für sie. Ja, ich glaube, ich bin einfach zu sehr in meiner Rolle immer drin. Ich meine, wenn ich was organisieren darf, dann gehe ich da halt immer voll auf. Ja, das ist auch eine super coole Party, die du organisiert hast, aber vielleicht gerade nicht die passende für Vivi. Ah, toll. Das heißt, ich habe mich wieder daneben benommen. Klasse. Typisch Sam mal wieder. Und was machen wir jetzt? Ich schlage vor, wir gehen jetzt erstmal zu Vivi und reden mit ihr. Ja, okay, hast ja mal wieder recht. Komm, toll. Ach, warum muss eigentlich in der Freunde-WG immer so viel Drama sein? Hey. Hey. Vivian. Ich hab's mal wieder übertrieben, es tut mir leid. Ich hab's übertrieben, ich weiß. Es tut mir leid. Ich weiß ganz genau, wenn ich sowas organisiere, dann gehe ich da immer voll auf. Aber ich wusste halt nicht, dass eine Abschiedsparty nur mit uns vier geplant ist. Wusste ich wirklich nicht. Also, ich habe ja auch ein total schlechtes Gewissen. Es ist total lieb von euch, dass ihr euch so viel Mühe gebt. Nein, aber du hast ja recht. Dann kommen wieder nur die Leute wegen David Guetta. Wir müssen uns einfach noch ein bisschen verabschieden und Zeit zusammen verbringen. Die letzten Minuten zusammen verbringen. Sollen wir heute einfach so einen Netflix-Tag einfach machen und wir ziehen uns die ganze Zeit irgendwelche Serien rein? Ja, und wir bestellen uns Pizza. Aber was mit Liz? Hey, kann mir jemand helfen bei den 500 Ballons? Liz, ich glaube, du kannst gerne reinkommen. Wir müssen da was klären. Also... Was? Also, wir brauchen die 500 Luftballons heute nicht. Wir machen keine Abschiedsparty. Also nicht so eine Abschiedsparty. Wir machen einen chilligen Netflix-Abend und einen Netflix-Tag. Wie? Was mache ich denn jetzt mit den ganzen Ballons? Ja, die können wir für den nächsten Geburtstag oder so vielleicht noch gebrauchen. Du wirst die nächsten Jahre. Alles gut. Ich kenne Vivi. Ich hab's schon geahnt, dass du lieber nicht wirklich groß feiern möchtest. Lass uns einfach hier auf Sams Sofa bleiben und Fernsehen und uns einen chilligen Tag machen. Okay. Sam, die beiden sind schon am Schlafen. Ja, wir gucken auch den ganzen Tag schon Netflix, also ich würde auch am liebsten einschlafen. Aber weißt du was? Das mit der Freunde-WG war echt cool. Erinnerst du dich an die ganzen Sachen, wie wir hier eingezogen sind und was wir so erlebt haben? Was wir sonst so erlebt haben? Das war schon eine coole Zeit. Ja. Oh Mann, heute geht's los. Die Freunde-WG und dann auch noch mit meinem besten Freund Sam. Ob das mal gut geht? Und, sind wir soweit? Möchten wir die Mission Freunde-WG jetzt starten oder nicht? Okay, wir dabei? Machen das, ja. Okay, let's go. Let's go. So, dann herzlich willkommen im ersten Zimmer eurer neuen WG. Wow. Sam, was ist dein Problem? Also ich hätte total gerne dieses Zimmer, das ist super schön. Für dich dann Zimmer Nummer 2 mit dem Bettsofa hier und der Multimedia-Anlage direkt mit PC und allem. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Also das stand überhaupt nicht so in deinem Annonce. Es hat geklappt, natürlich. Wir können die Zimmer tauschen. Kann ich das andere Zimmer haben? Ja, klar, du kannst Wie das gerne cool haben. Ist das denn? Wir wollen eine richtig große Einweihungsparty machen. Also DJ brauchen wir auf jeden Fall auch. Also ja, da müssen wir einiges klären. Ja, David Guetta oder so. In meinem Zimmer ist der Dancefloor. Ja, wieso nicht? Aber nicht so tanzen, bitte. Nicht? 150 Euro? Und die das war? Ich in 2 Wochen. Vivian, was machst du hier? Ja, ich packe meine Sachen. Wieso? Ja, ich muss hier ausziehen, ich habe das Geld nicht. Morgen beim Bewerbungsgespräch sind die bitte in deinem Ohr. Versteck die, ich werde dir Tipps geben, falls es nicht so gut laufen sollte, okay? So, die Kopfhörer sitzen schon mal, jetzt muss ich nur noch irgendwie eine Pose wählen, dass Sams Vater das nicht merkt. Freut mich sehr, herzlich willkommen bei uns. Alles in Ordnung ja, bei Ihnen? Ja, alles gut. Ja, setzen Sie sich ruhig. Sag es einfach, Lebkuchen aller Art. Also über mich, ich liebe ja Lebkuchen aller Art. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Oh, jetzt reicht mir aber, Sam. Also, tut mir leid, Herr Jones. Sam wollte mir helfen.
und hat mir hier über die Kopfhörer Informationen durchgegeben. Erzähl jetzt mal ein bisschen. Ich bin sehr teamfähig, also ich kann mich super gut ans Team anpassen. Ich kann auch alleine arbeiten. Glückwunsch, du hast den Job. Sam, kommst du? Wir wollten noch frühstücken gehen. Was ist mit dir los? Kannst dich ja vielleicht mal um mich kümmern oder so. Mann, bist du jetzt mein Kind oder was? Ja, was für den Hals und für Kopfschmerzen. Oh, das ist so typisch, Sam. Kann der nicht einmal auf mich hören? Ich bin zwar ein bisschen sauer auf dich, aber ich bin deine Krankenschwester. Sam, wo bist du? Ja, Krankenschwester Vivian ist dran. Oh, ich bin draußen. Du bist draußen? Ich habe einfach keine Lust mehr. Du hast es voll übertrieben, Vivian. Oh, wie undankbar du bist. Ich wollte was für dich kochen. Ich wollte mich nur um dich kümmern. Ich weiß, manchmal bin ich echt anstrengend, besonders wenn ich krank bin. Sam, du solltest wirklich häufiger Sam sein und nicht dieser Sam. Also der Sam, der so Geschenke mitbringt und so, der ist mir viel lieber. Oh, ich freue mich so. Endlich ins Kino. Der neue Star Wars Film, das ist echt schon eine Tradition für Sam und mich geworden. Jedes Jahr gehen wir da gemeinsam rein. Und heute ist es wieder soweit. Sorry, Vivian, aber ich hab's voll vercheckt. Ich kann heute nicht ins Kino. Hab ich dir gar nicht abgesagt? Was? Das ist die? Jetzt erinnere ich mich. Aber das gibt's doch nicht. Das ist doch die, wo mir die eine Freundin erzählt hat, dass die mal auf einer Party einfach was geklaut hat. Boah, wer? Die kommt in unsere WG und klaut da auch irgendwas. Und mir reicht's für heute. Problem? Ich geh nicht mit dir ins Kino. Ich hab jetzt was Wichtiges anderes zu tun. Schlafen. Sag mal, ganz ehrlich, bist du irgendwie eifersüchtig oder sowas? Nein. Bist du dir sicher? Bist du eifersüchtig? Nein, Mama, dieses Projekt ist echt gescheitert. Ja, die Freunde-WG, ich zieh hier aus. Mein Entschluss steht fest. Wie, ey, ich möchte nicht, dass du ausziehst. Ja, das Projekt Freunde-WG ist wohl gescheitert. Gib mir Sam. Mal deine... Nein! Doch, Sam ist weg. Der kann auf keinen Fall heute hier bleiben. Der stört einfach nur. Oh, schön, dass das geklappt hat. Mann, Mann, Mann. Aber heute, das wird echt ein richtig schöner Abend. Ja, ich hab dir von ihm erzählt. Ja, Sam. Ich wollte mit meiner Freundin heute alleine was besprechen. Das war so lange nicht da. Oh Mann, und die beiden verstehen sich prächtig. Ja, wenn es so weitergeht, dann werden die ein Liebespaar und mit mir wollen die nichts mehr zu tun haben. Was? Du bist so eine richtige Lügnerin, sag ich dir. Was ist denn hier los? Bleib du hier, such schon mal einen Film für uns aus und ich rede mal kurz nochmal mit ihm. Also, ich habe das auch echt nicht gerne, wenn dann so ein Streit ist. Ich werde das versuchen zu klären. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden sich gut verstehen werden. Und ich glaube, ich nehme das einfach mal selber in die Hand. Sam möchte sich bei dir entschuldigen. Hättest du vielleicht so in einer Stunde Zeit vorbeizukommen? Und ich habe gerade mit Liz telefoniert und die möchte sich gerne bei dir entschuldigen. Ich weiß, ich kämpfe nicht ganz mit fairen Mitteln, aber anders geht's bei den beiden einfach nicht. Na, ihr beiden, scheint ja wohl doch ganz gut zu klappen mit euch. Habt ihr euch vertragen, ihr Streithähne? Du hast erst das Tagebuch gelesen und dich dann auch noch in seinem Zimmer versteckt? Alles, ich verstehe gar nichts mehr. Du, ich kenn Sam gut. Sowas nimmt den echt mit. Weißt du, kennst mich auch sehr gut, aber in diesem Fall ist es wirklich so, Vivi. Es ist alles das in Ordnung. Das ist bestimmt nur eine Fassade von dir. Du weißt, wo ich wohne. Ja. Du kannst immer mit mir reden. Meine Tür steht offen für dich. Du hast ihn heimlich belauscht und jetzt erwische ich dich hier an meinem Schrank. Wie wär's mal mit Fragen? Vivi, ich glaube, du hast was zu sagen, oder? Ja, ich habe gerade total überreagiert. Muy bien, muchas gracias. Oh, wie cool, das mit dem Praktikum klappt. Das okay, jetzt bist du in einer anderen Stadt. In Spanien, in Madrid. Ich zieh aus. Was? Wie bitte, Vivi? Du ziehst aus? Ich werde dieses Zimmer so vermissen, das ist so schön. Ach, Liebe, ist nicht leid. Oh Gott, es tut mir alles so leid. Wir werden bestimmt noch in den Trampolinpark gehen. Wir werden bestimmt noch ein paar Videos aufnehmen. Wir werden eine richtig coole Abschiedsparty für dich machen. Und wenn du in einem Jahr dann wieder zurück bist, ne, dann geht's hier weiter mit der Freundin-WG für dich. Wirklich? Ja, natürlich. Was denkst willkommen. Du denn? Also bitte. Sam, Liz, Vivian, es geht doch gar nicht anders. Ja, das war's für mich in der Freunde-WG. Aber naja, jetzt geht's nach Madrid und in einem Jahr bin ich ja schon wieder zurück. Hey Liz, mein neues Zimmer ist so gut wie fertig. Magst du es dir mal anschauen? Ja, gerne. Du warst ja die letzten 2 Tage völlig verschollen in deinem Zimmer. Ich bin schon gespannt. Das hier ist mein neues Zimmer. Wow, echt schön geworden. Ich habe mir hier so eine riesige Schlafcouch gegönnt. Wie findest du die? Ja, wow, richtig cool. Vor allem hast du hier richtig viel Platz, ne? Mhm. Ja, da können wir mal eine Pyjama-Party veranstalten. Ja, auf jeden Fall. Cool. Hätte ich echt nicht gedacht, dass du das so gut hinbekommst. Sehen kannst, hat Sam
mich jetzt auch dazu überredet, in dieses Gaming-Ding mit einzusteigen. Er wollte das unbedingt so haben, wie es bei ihm drüben aussieht. Aber ganz ehrlich, ich finde es auch ganz cool so. Also, mir gefällt es richtig, richtig gut hier. Also, ich würde das bei mir auch so machen, obwohl ich glaube, ich mache es ein bisschen anders. Wir können ja hier immer gemeinsam zocken. Ja, das können wir gerne mal machen. Aber ich befürchte, dass es heute nichts mehr wird. Wir wollten doch heute mit Sam ins Kino gehen. Sam, wir wollten doch los. Wir gehen doch heute ins Kino. Entschuldigung? Meine Eltern sind nicht da und ich darf leider sonst keinem die Tür aufmachen. Tut mir leid. Tschüss. Was? Ist das jetzt dein Ernst, Sam? Komm, wir wollen jetzt ins Kino. Ich habe jetzt echt keinen Bock auf deine Spielchen. Sam, ich bin nicht Sam, ich bin Samuel. Und meine Eltern sind nicht da. Was wollen diese fremden Personen hier nur? Hallo, meine Eltern sind nicht da. Entschuldigung, ich bin nicht alt genug. Ich darf keine Versicherung oder so abschließen, haben meine Eltern mir gesagt. Oh, Sam, hör auf jetzt mit Ich bin nicht der Sam, ich bin Samuel. Boah, jetzt hör auf, was soll das Nein, denn? Hey! Was soll das denn? Was wollt ihr von mir? Ins Kino. Geht's dir gut? Ins Kino? Am ersten Schultag auf der neuen Schule? Niemals, ich muss heute in die Schule. Oder wolltet ihr mich abholen? Sam, sag mal, ist das gerade dein Ernst? Was ist denn los mit dir? Schule? Was ist denn los, Sam? Willst du uns veräppeln oder... Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe meinen ersten Schultag hier heute. Da gehe ich doch nicht ins Kino. Da muss ich noch ganz viele Sachen vorbereiten. Sam, du hast doch nicht deinen ersten Schultag. Du bist schon seit ein paar Jahren aus der Schule raus. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin jetzt auf der neuen Schule, in der 5. Klasse, auf dem neuen Gymnasium. Also verstehe ich nicht, was ihr von mir wollt. Was? Hast du irgendwas genommen? Was ist denn mit dir los? Ob ich was genommen habe? Also ich habe gefrühstückt auf jeden Fall. Und ja, ich habe was genommen. Motivation. Ich gehe jetzt in die Schule. Aber ich muss meine Jacke mitnehmen, weil es ist kalt, weil sonst werde ich krank. Okay, danke. Tschüss. Ist das gerade sein Ernst? Ich weiß auch nicht. Also irgendwas stimmt da nicht. Ja, also entweder tut er jetzt sich gerade irgendwie einen Spaß draus machen oder bei ihm ist irgendeine Sicherung durchgebrannt. Also irgendwas muss auf jeden Fall passiert sein. Oh mein Gott, Merle, er will wirklich in die Schule. Er ist gerade an der Bushaltestelle. Ich glaube, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal zu ihm gehen. Will er jetzt wirklich in die Schule fahren? Ich habe keine Ahnung. Sam! Wo bleibt denn dieser Bus? Oh, was wollt ihr denn schon wieder? Ich muss zur Schule, habe ich euch schon eben erzählt. Ich kenne euch auch gar nicht. Ach komm, Sam, wie zur Schule? Ich sag's nochmal, ich bin Samuel, ich bin nicht Sam. Wo kommt dieser Spitzname überhaupt her? Ich komme am ersten Schultag bestimmt nicht zu spät. Nein, ich komme nicht zurück. Wir fahren nicht mit dem Auto. Es ist nein, so ich muss zur Schule. Nein, guck doch mal. Wir können mit dem Auto fahren, weil es ist jetzt so windig. Nein. Wir bringen dich hin. Nein. Ja, komm, heute lassen wir Schule. Wir schreiben dir eine Entschuldigung. Nein, okay, so geht das nicht. Ich schreibe dir eine Entschuldigung. Ich muss zur Schule. Ihr versteht das nicht. Sam. Ich bin guter Schüler. Sam, alles gut. Ich schreibe dir eine Entschuldigung. Nö. Und kommst jetzt mit zurück. Nö. Liz, nein, so funktioniert das nicht. Wir müssen uns irgendwie was anderes überlegen. Ich glaube, mein Bus kommt schon gleich. Oh. Ja, noch 2 Minuten. Nein. Sam, ja, komm, sag irgendwas. Sam, wir haben einen Brief bekommen, einen Brief. Wie, von meiner Schule? Ja, von der Schule. Die fängt erst morgen an, wegen der Witterungsbedingungen. Wieso denn? Das hat mir keiner gesagt. Ja doch, ja, weil es so kalt ist, geht die Schule erst morgen los und deshalb gehen wir jetzt am besten wieder rein. Das heißt, ich habe noch einen Tag länger Ferien. Ja, du hast noch einen Tag Ferien. Gut, ist doch okay. Toll, oder? Ja, okay, dann gehen wir jetzt nach Hause. Aber ihr sagt meinen Eltern Bescheid, okay? Natürlich, natürlich. Gut, okay. Ja, komm. Hey, nicht schubsen. Nein, du gehst auf dein Zimmer und wir machen dir was zu essen. Genau. Spiel ein bisschen Minecraft. Oh ja, ich spiele Minecraft. Ja. Und Nudeln will ich essen oder so. Ja, alles, was du möchtest. Ja, tschüss. Also irgendwas ist komisch. Ich glaube, ich rufe Vivian mal an. Sie kennt ja Sam ziemlich lange. Vielleicht kann sie irgendwie... Ich glaube fast, das ist schon ein bisschen was Ernsteres. Ich gehe mal zu Frau Meier und frage sie mal, was wir da machen können. Ja, das ist eine gute Idee. Los. So. Hey Vivi, wie geht's dir? Wie läuft's in Madrid? Ja, super. Du, ich habe eine ernsthafte Frage. Sam verhält sich seit heute Morgen total merkwürdig. Er meint die ganze Zeit, er muss in die Schule gehen. Er wäre in der 5. Klasse, dass er nicht Sam heißt, sondern... ich glaube, Samuel oder so. Sag mal, ist das wieder ein Scherz von ihm oder? Ja. Ja, du meinst auch, es ist was Ernstes. Okay, ich danke dir. Ja, wir werden jetzt, glaube ich, erstmal einen Arzt rufen. Mhm. Gut, dann lass es dir gut gehen, ja?
Danke, tschüss. Also doch was Ernstes. Ja, hoffentlich hat Merle jetzt Erfolg mit dem Arzt. Oh, Frau Meier, ach, super, Merle, dass wir uns treffen. Hallo. Es gibt ein Problem mit Sam. Oh je, was ist los? Also er verhält sich sehr komisch, es ist, als hätte er Gedächtnisverlust. Okay. Er glaubt, dass er Samuel heißt und nicht Sam. Und er denkt, dass er in der 5. Klasse ist. Das ist sehr seltsam. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich kenne mich da leider auch nicht aus. Aber ich habe hier eine Telefonnummer von einem Arzt für dich. Kannst du dir die einmal mitschreiben? Ja. Genau. Okay. Da ruft ihr am besten mal an und ich hoffe, der kann euch helfen. Das hoffe ich auch. Vielen Dank, Frau Meier. Ich drücke euch die Daumen. Danke. Ganz liebe Grüße. Ja, tschüss. Wie ist es bei dir gelaufen? Hast du was erreichen können bei Vivi? Also ich habe von Frau Meier eine Nummer bekommen für einen Arzt. Sie meinte auch, wir sollen da mal anrufen. Ja, also Vivi wusste jetzt auch nicht. Sie hat gemeint, dass das nicht typisch ist für Sam. Er macht zwar viel Challenges und Mist, aber das ist nicht typisch für ihn. Vielleicht schauen wir noch mal nach ihm. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir jetzt schon einen Arzt rufen sollen. Vielleicht, ich habe das Gefühl, Samuel, jetzt sag ich es auch schon. Sam? Ja. Sam veräppelt uns. So ein bisschen. Ach, ich weiß nicht. Wir können am besten einfach noch mal schauen. Ja, wir schauen nach ihm, aber wenn es nicht besser wird, müssen wir definitiv den Arzt rufen. Ja. Gut. Dann los. Komm. Sam? Sam? Was ist das denn? Ein Hammer? Merle, schau mal. Was macht denn ein Hammer hier? Ja. Was will Sam denn bitte mit einem Hammer? Ja, also wenn einer nicht... Ich bin am Schlafen. Oh, Leute, könnt ihr nicht ein bisschen ruhiger sein? Ich habe voll die Kopfschmerzen heute. Oh. Geht's dir besser? Ja, aber... Ja, wow, danke schön. Warum habt ihr mich denn nicht... Oh, wir haben den Film verpasst wegen euch. Wir wollen noch ins Kino heute. Boah, habe ich Kopfschmerzen. Ja, du weißt schon, Sam, dass du gerade noch an der Bushaltestelle standest, oder? Was für eine Bushaltestelle? Und in die 5. Klasse zurück wolltest. Sowas habe ich gerade geträumt. Nein. Ich habe gerade die Platten hier in diesem Zimmer noch aufgebaut, hier an der Wand. Danach bin ich eingeschlafen. Ich hatte so einen Traum. Woher wisst ihr von meinem Traum? Habe ich etwa gesprochen, also geredet, während ich geschlafen habe? Ich glaube, das war kein Traum. Sam, das war Wirklichkeit. Du wolltest gerade in die Schule und du dachtest, du bist Samuel. Hä? Also, das kann gar nicht sein. Nein. Das habe ich geträumt. Und woher wisst ihr, was ich geträumt habe? Das kann gar nicht sein. Ja, und was macht eigentlich auch der Hammer bei dir? Seit wann hast du einen Hammer in deinem Zimmer? Oh, ich weiß, glaube ich, was. Hast du den da auf dem Boden gefunden? Ja, der lag da an der Ecke. Ich habe eben, woran ich mich noch erinnern kann, bevor ich geschlafen habe, ist, ich habe die letzte Platte angebracht. Die allerletzte da. Okay. Und seitdem habe ich den Traum nur. Und ich glaube, ich habe auch richtige Kopfschmerzen. Vielleicht ist mir das so auf den Kopf gefallen, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber ich weiß nur, dass ich richtige Kopfschmerzen habe. Oh. Aha. So irgendwo, da hinten ist eine ganz üble Höhle, ja. Mhm. Oh, das ist gar nicht gut. Ich glaube, das war's. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Gedächtnisverlust oder sowas war jetzt gerade. Aber das alles habe ich gerade geträumt. Also das, was du mir erzählt hast, dass ich an der Bushaltestelle stand und so, sowas habe ich gerade geträumt. Das war Wirklichkeit, Sam. Das war echt. Ich hoffe, dass es auch bei einer einmaligen Sache bleibt. Oh, ich hoffe auch. Ich habe so welche Kopfschmerzen. Ich glaube, ich lege mich wieder hin. Merle, mach Platz. Ich muss mich hinlegen. Oh, ich habe so Kopfschmerzen. Gegen Essen hätte ich auch nichts. Nudeln vielleicht. Merle, ich weiß ja nicht. Also, ich meine, es ist dein Zimmer, schön und gut, aber bist du damit wirklich zufrieden? Also, ich finde das ja gar nicht gut hier. Wie kannst du hier nur gemütlich sitzen und deinen Tag genießen? Also, ich würde mich hier gar nicht wohlfühlen irgendwie. Nee, das passt hier nicht. Dieser Spirit, der hier in diesem Zimmer herrscht. Sam, hör auf damit. Das ist erstens mein Zimmer und zweitens hast du mir Tipps gegeben, wie ich das Zimmer einrichten soll. Die ganze Rückwand hier sieht genauso aus wie bei dir und das Gaming-Setup, das wolltest du hier unbedingt drin haben. Das ist auch das einzig Coole hier in deinem Zimmer und ich meine zum Beispiel das hier, diese Bilder hier, ne? So welche habe ich auch bei mir im Zimmer. Die passen eher in mein Zimmer und nicht in deinem Zimmer. Ich weiß gar nicht, also tut mir leid, die Stimmung hier, die passt gar nicht, ne? Das sollte eher in mein Zimmer. Was meinst du? Sam. Ha?
Nochmal, das ist mein Zimmer und die Bilder gehören mir. Die habe ich dir mitgebracht aus purer Nettigkeit. Ja, aber meinst du nicht? Ich meine zum Beispiel diese Bilder hier. Hä? Die könnten doch zu mir, oder nicht? Liegen lassen, das sind meine Bilder. Stell die wieder hin. Ach ja, ist ja gut, Mensch, ist ja gut. Aber ich finde, die passen viel besser in mein Zimmer. Ja, ist ja gut, Merle. So, ist das in Ordnung für dich? So, Sam, weißt du was, wenn du hier nur meckern willst über dieses Zimmer, dann kannst du auch einfach wieder rausgehen. Ist ja anstrengend. Ist ja gut, Merle. Aber diese Kissen hier, ne? Die kann ich doch bestimmt mitnehmen. Ich finde, die sehen ganz gut. Her damit und jetzt raus. Ist ja gut, ist ja gut. Ich wollte dich nur fragen, ob du eigentlich mit rauskommst, aber anscheinend bist du ein bisschen gestresst heute. Sam, hau ab jetzt und klau nicht meine Sachen. Da kommt er in mein Zimmer und beschwert sich über meine Sachen. Was fällt dem eigentlich ein? Da habe ich mich schon überreden lassen, diese Wand hier einzubauen. Und jetzt meckert er nur rum. Der hat vielleicht Nerven, ey. Schon wieder 5 Anrufe in Abwesenheit. Auch noch mit unterdrückter Nummer. Wer ist denn das? Jetzt kommt schon wieder ein Anruf. Hallo? Ach, Liz, du bist... Hattest du mich vorhin angerufen? 5-mal? Nicht? Ja, wo bist du denn eigentlich? Ach, schon draußen? Ja, ich mach gleich los. Ich komm auch. Bis gleich. Schade, dass sie das Oberteil nicht mehr hatten. Ja, naja. Wie fandest du eigentlich den Typen von an der Kasse? Ich fand den mega nervig. Echt? Boah, ich fand ihn so süß, ne? Ich fand ihn so niedlich. Ach, war aber echt witzig. Nein, ich fand ihn ganz schlimm. Ich glaube, ich gehe jetzt noch mal so ein bisschen in mein Zimmer und lege mich kurz hin. Ich habe mega Kopfschmerzen. Irgendwie nervt mich heute alles. Sam nervt, der Typ an der Kasse hat genervt und die hatten dieses doofe Oberteil auch nicht mehr da. Boah, das kann doch wohl nicht wahr sein! Sam, was soll das? Alles gut, ist was passiert? Was hat Sam denn schon wieder gemacht? Merle, alles okay? Was ist denn los? Oh, Mann, der ist so fies, das gibt's überhaupt nicht. Warum regt er sich die ganze Zeit hier drüber auf und jetzt klaut er meine Sachen? Was, Sam hat deine Sachen geklaut? Doch mal, der hat hier meine Bilder geklaut, von der Wand sogar. Hier aus dem Regal fehlt ein Bild. Hier fehlt meine Lampe. Oh, ich raste aus. Heute nervt echt alles. Oh, und jetzt lass mich mal bitte durch. Ich muss jetzt mal ein Wörtchen mit Sam reden. Aber nicht prügeln oder so, ne? Nee, da können wir ruhig landen. Ja, es wird mal wieder Zeit für einen epischen, sage ich dir. So, Freundchen, hey. Wo sind meine Sachen? Was willst du, Merle? Hey! Wo sind meine Sachen? Was für Sachen? Was erzählst du da? Du hast meine ganzen Sachen geklaut. Du kannst doch nicht einfach hier in mein Zimmer reinkommen. Und jetzt sind meine Sachen weg. Was erzählst du da? Wo sind meine Sachen, Sam? Was für deine Sachen? Warum klaust du mir meine Sachen? Warum sollst du denn deine Sachen klauen? Meine Eltern... Weil du mich vorhin drüber aufgeregt hast. Meine Eltern sind reich, hallo? Das ist mir egal, so. Bitte, was hast du für ein Problem? Willst du mich mal ruhen lassen? Nein! Ich suche jetzt hier meine Sachen. Wo soll die denn sonst sein? Willst du mich mal ruhen lassen? Merle, was erzählst du da? Warum kommst du einfach hier so wütend rein? Hallo, erstmal vielleicht klopfen? Und was für deine Sachen? Warum sollte ich deine Sachen klauen? Ja gut, ich habe mich eben beschwert, aber ich würde sowas niemals machen. Klauen in der Freunde-WG geht gar nicht. Wo ist mein Bild? Das sind sie nicht. Wo ist mein Licht? Ist das mein Licht? Nein. Nein, das ist meins. Das ist dein Licht. Du hast doch auch eins. Wo sind denn meine Sachen? Wie deine Sachen? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja? Ach, hey Liz. Ja, komm rein. Komm rein. Merle, ich habe hier eine Notiz gefunden. Ich glaube, die ist für dich. Was meinst du damit und wo hast du die gefunden? Hier steht nur, wo ist mein Pupsi? Ist das eine Motivation für dich oder ist das... Keine Ahnung. Kannst du damit was anfangen? Wo ist mein... Oh, wo ist mein Pupsi? Oh, das ist bestimmt von Tom. Wer ist Tom? Also wenn hier jemand Neues einziehen sollte, dann ist das mit uns allen zu klären. Wer ist Tom? Mein Ex-Freund und genau deswegen habe ich mich von ihm getrennt. Wow. Ja. Ist ein bisschen heftig, was der macht, oder? Ja, der hat einfach immer Sachen geklaut. Wir waren im Supermarkt und da habe ich gesagt, hey, du, mir gefällt das gerade ganz gut. Und dann hat er das einfach mitgehen lassen. Wow, ja. Die ist ja echt heftig drauf. Ja, deshalb vermute ich, könnte er das vielleicht gewesen sein. Aber wie kommt er denn hier rein?
Das ist eine gute Frage, Liz. Wie kommt Tom hier rein? Und warum hat er deine Sachen geklaut? Und sind wir hier überhaupt noch sicher?